Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer da draußen. Ich bin's, Basti, und ich mache für euch eine Bundesliga-Prognose für die Begegnung am 23. Spieltag. Bayern München gegen Schalke 04. Und das wird bestimmt eine heiße Begegnung. Bayern ist zurzeit übelst schwach, also so schwach wie schon lange nicht mehr unter Jupp Heynckes. Und Schalke, ja, die sind oben auf. Die haben die Möglichkeit, an Bayern vorbeizuziehen bei dem Spiel hier. Haben gegen Viktoria Pilsen in der Europa League gewonnen, sind weitergekommen ins Achtelfinale, müsste es glaube ich sein, durch einen unglaublich starken Klaas-Jan Hüttela. Und das ist auch heute das Duell hier der beiden Torschützenkönige der Bundesliga, Gomez und Hüttela, 18 Tore nach 22 Spieltagen. Also eine spannende Sache gibt es da auf jeden Fall. Und Bayern hat die Woche gegen Basel verloren, 1-0. Die ersten 10 Minuten fand ich noch ziemlich spannend. Und ja, da hat Bayern so einige Akzente so gezeigt, wo man sehen konnte, die können was. Aber dann sind die völlig abgekackt. Was war das denn? Meine Güte. Dann gab es da Pfosten und Lattentreffer und was weiß ich. Und Bayern war nur noch am Abkacken. Und ja, ich bin gespannt, ob es in der Liga jetzt wieder ein bisschen besser wird. Da muss doch mal wieder ein ordentlicher Machtschrei in der Mannschaft kommen. Aber so ein Titan wie ein Olli gibt es ja gar nicht mehr da, der da mal irgendwie ordentlich auf die Kacke haut. Ja, in der Mannschaft hat es wohl ein bisschen gekriselt nach dem Champions-League-Spiel. Zwischen Bartstuber und... Nee, warte mal, war was? Bartstuber und... Oh, jetzt war die erste Chance für Schalke! Hüttela! 7. Minute, eine astreine Flanke. Schönes Tor hier für Schalke auf. Auf Bayern. Also Bayern hat ja auf Schalke 2-0 gewonnen übrigens im Hinspiel. Da haben sie noch alles dominiert. Jetzt geht hier Schalke mal gleich richtig los. Ja, das Hinspiel war übrigens 2-0 und das letzte Spiel unter Ralf Rangnick. Danach ist er wegen Burnout wieder gegangen. Ja, was wollte ich ihm sagen? Bartstuber und... Toni Kroos oder wer war es? Man weiß es nicht. Arjen Robben jetzt hier mit dem Schuss. Jetzt hat er nochmal den Ball. Kann er sich vorne behaupten? Ja, er bekommt hier den Freistoß. Arjen Robben wurde da leicht angegängelt. Man weiß jetzt nicht, was genau da los war. Jetzt nochmal der Nachschuss. Arjen Robben, aber der geht vorbei am Tor. Keeper übrigens höchstwahrscheinlich Timo Hildebrand, der jetzt in letzter Zeit... Ja, aushilft, weil Unastal ja verletzt ist. Jetzt Mario Gomez hier schön brilliert mit einer fantastischen Aktion da an dem Spieler vorbei. Aber dann am Ende hat er sich ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Das ist auch das, was beim Spiel gegen Basel so das Manko war von Bayern. Sie lassen sich zu viel Zeit. Es ist alles viel zu voraussehbar, was da für Aktionen kommen. Kein bisschen Finesse und kein Tempo im Spiel. Und das ist der Ansatz, an den Jupp Heynckes auf jeden Fall rangehen muss. Jefferson for fun. Ja, der Pass war ziemlich fail. Und jetzt haben wir wieder for fun am Ball. Der hat, glaube ich, vorhin die Flanke zum 1-0 gebracht für Hüttela. 3-1 haben sie gewonnen am Donnerstagabend. Und ja... Wie gesagt, sie könnten sogar auf den zweiten Platz kommen. Jetzt der Schuss aus der Drehung. Aber der war ziemlich schwach. Wenn Gladbach verliert und auch Dortmund... Nee, warte mal, Dortmund ist sowieso egal. Wenn Gladbach verliert gegen Hamburg, dann kann Schalke auf Platz 2 kommen. Und das sieht hier ganz gut aus, der Schuss. Aber der war im Abseits. Ja, die Fans nehmen das mal so ruhig hin hier bei FIFA. Liegt ja daran, dass ich auch auswärts, dass Schalke auswärts spielt. Freistoß, Holger Bartstuber auf den Außenflügeln, wären dann wieder Ribéry und Robben übrigens, laut kicker.de das Ganze alles. Schalke ist der ganze Club der Welt, ja, das rufen die Fans hier. Auch wieder in diesem Video ist ein Link in der Videobeschreibung drin. Wie könnt ihr diese Fansounds einfügen? Jetzt die Chance für Bayern, Toni Kroos mit dem Schuss. Aber der geht vorbei. Also, sie kommen doch immer mal wieder nach vorne und können hier Akzente setzen. Aber im Grunde genommen sind sie hier mächtig unter Druck von den Schalkern, die hier ein solides Spiel machen.
Und man sieht auch, dass sie nicht zu Unrecht da oben in der Tabelle stehen. Jetzt haben wir Müller am Ball. Läuft sich da oben frei? Nicht im Abseits. Müller. Müller. Und er schießt und er macht ihn rein. Thomas Müller. Er ist da und er macht ihn. 33. Minute, der Ausgleich für Bayern München. Hier in der Allianz Arena. Ja, das war doch mal wieder so ein Funken, der gefehlt hat und jetzt leicht aufblitzt. Und das macht das Spiel auch wieder richtig schön spannend, obwohl das war schon spannend, weil beide Mannschaften Chancen haben. Schalke muss aber mal wieder jetzt kommen. Raul und jetzt Höger. Schön abgewehrt jetzt hier von den Münchnern. Und jetzt die Möglichkeit. Vorne kommt da Mario Gomez. Kommt nicht wirklich da zum Zug. Der Ball wurde abgeblockt. Soll zu ihm gehen. Jetzt also wieder Schalke am Ball. Oh, Fehlpass! Und da haben wir wieder Müller, der hier ja anscheinend in einer Topform ist heute. Nochmal Fehlpass. Schalke kann den Ball hinten nicht klären. Knickknack, zack ist der Ball bei Bayern wieder. Knickknack, zack ist der Ball wieder bei Schalke. Und Fafan zieht jetzt den Düsenjet hier an und es geht ab auf der Außenbahn. Flanke bleibt noch raus. Und da soll sie kommen, aber der Ball war abgefälscht schon. Holger Badstüber, ja, der winkt ja ab. Immer dieses Reklamieren, das nervt mich auch immer in der Bundesliga. Oh, Kopfball! Oh, schön! Eine schöne Ecke hier von den Schalkern. Aber Manuel Neuer kann jetzt hier den Abstoß bringen. Oh, schön verlängert. Arjen Robben gegen Papadopoulos. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Arjen Robben weiter am Ball. Spielt er ab oder ist er Egoist? Arjen Robben, was macht er? Er spielt in die Mitte, aber der Ball war nicht schön. Fafan wieder dran. Und er sucht hier Hintelaar. Findet ihn, aber der kann den Ball nicht in Besitz halten. Raul. Was war das? Sehr schön. So, gleich ist Halbzeit. Und wir haben hier ein Unentschieden. Das ist übrigens ein Sonntagsspiel, wer es noch nicht weiß. Und ja, wir gehen 1:1 in die Halbzeit. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Und wir gehen jetzt mal in die nächsten 45 Minuten rein. Bis gleich. Da nochmal das Tor. Wir haben es noch nicht oft genug gesehen. Einwandfrei. Man sieht, wie Boateng Hüntelaar da nicht richtig beachtet hat. Die nächsten 45 Minuten sollen jetzt wohl beginnen. Ribéry läuft sich hier schon warm und es gibt eine Auswechslung bei Bayern München. David Alaba kommt für Luis Gustavo. Der war ja auch beim Spiel. Oh, Obasi für Draxler, auch sehr interessant. Der geht ab wie ein Zäpfchen, der Obasi. David Alaba war ja auch beim Spiel gegen Basel gleich am Anfang aufgestellt und hat auch den ein oder anderen guten Fernschuss mal draufgebracht aufs Tor. Und ja, das ist noch so ein Talent, wo, würde ich sagen, der kommt noch. Der kommt noch. Der hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial, aber das hat er noch nicht ganz abgerufen bei Bayern. Da ist also noch viel möglich. Jetzt hier der Schussversuch, aber der Ball war abgeblockt und das Ganze führt jetzt hier zur Ecke für den FC Schalke 04. Und der kommt gut rein! Sehr nice! Und Glück für die Münchner, dass sie hier den Ball wieder für sich behaupten können. Jetzt Ribéry, aber der ist ziemlich alleine gelassen da vorne. Was macht der junge Franzose? Ribéry verliert den Ball. Er musste aber auch zu lange warten, als dass er da mal irgendwo eine Anspielmöglichkeit hatte für einen eigenen Spieler. Da haben wir Alaba dran am Ball. Der wollte abspielen. Wurde ganz schön angegangen. Ja, und hat ihn verloren. Jetzt Bayern mit dem Schlag hinten raus. Aber das hat nicht wieder funktioniert. Und Rafinha ist jetzt dran. Er zieht jetzt mal nach vorne, sucht hier Arjen Robben und findet ihn auch, Arjen Robben. Und Mario Gomez vorne, der läuft sich rein, das war kein Abseits, das ist das Tor. Nicht. What the fuck, es war Abseits. Okay, ich nehme alles wieder zurück. Aber das war doch mal wieder so ein schönes Zusammenspiel von den beiden Offensiv-Jungs da vorne. Und da hat der eine den
ja, den Laufweg von dem anderen gut vorgeahnt, aber leider nicht gut abgestimmt von der Zeit. Ja, Bayern versucht jetzt hier mit solider Abwehrleistung den Ball wieder zu erkämpfen. Aber Fafan macht das ja auch gut. Er macht hier Doppelpass mit Hüttler. Fafan mit der Flanke, die wird aber schon wieder abgeblockt. Und jetzt geht's hier für die Münchner wieder nach vorne. Ribéry läuft sich da wunderbar frei. Jetzt vorne mal vielleicht Gomez. Kann der heute auch nochmal so sein Licht blitzen lassen? Mario Gomez, ja, das sieht doch gut aus. Der Schuss auf Hildebrand, sein Tor. Und ja, das 2:1 für den FC Bayern München. Mario Gomez, sein 19. Treffer wäre das dann. Wo war eigentlich der Verteidiger da hinten? Ja, der rutscht nochmal rein in die ganze Geschichte. Aber Gomez nutzt das hier aus, dass die Schalker da mal kurz unachtsam waren. Jetzt müssen wir von Schalke nochmal mehr sehen. Ich meine, sie waren ja vorhin mit der einen Chance nah dran. Auf der Linie irgendwie noch geklärt von den Münchnern. Und jetzt liegen sie auf einmal zurück. Vielleicht nicht ganz so verdient, wenn man sich das Spiel so anschaut. Verfahren wieder. Jefferson Verfahren mit der Flanke. Sehr schön. Und da hat Raúl einen Tick zu lange gewartet mit dem Abschluss. Und jetzt der Mega-Abwurf von Manuel Neuer. Abschlag. Man kann es nicht anders nennen. Man weiß es nicht. Ja, das hätte eben aber auch schon wieder zu einer richtig guten Chance führen können. Jetzt Ribéry von hinten. Cooler Knick-Knack. Ballbesitz wieder bei Schalke. Knick-Knack. Ballbesitz wieder bei Bayern. Also das geht ja hier hin und her. Da können sie den Ball nicht für sich brauchen. Aber jetzt. Meine Güte, ich komme mit dem Kommentieren hier gar nicht mehr mit, weil es einfach nur noch abgeht. Das Ausgleichstor liegt in der Luft. Oh, Basi! Oh, Manuel Neuer mit einer Glanztat. Da ist er wirklich rechtzeitig rausgekommen. Und Basi aber auch flitzeflink da ran. Und Manuel Neuer, vielleicht hätte Basi da ein paar andere Möglichkeiten gehabt. Einen antäuschenden Schuss oder sowas. Jetzt hier die Ecke und da sind die Münchner aber auch immer in Gefahr, wenn es hier vorne zum Kopfball geht. Also, da gefallen mir die Münchner gar nicht. Schön jetzt auf Rafinha gespielt und jetzt vorne Arjen Robben. Der will hier lostanken, aber wird nochmal kurz davor behindert. So, Bayern jetzt also mit dem Einwurf. Müller, der ist schon ziemlich angeschlagen mit der Flanke in der Mitte. Kam Ribéry aber dann nicht passend. 80 Minuten vorbei und Fafan, der jetzt seinen 93. Anlauf hier rechts macht und versucht, eine Flanke zu bringen. Versucht jetzt eine Flanke zu bringen, oder? Geht er rein. Er geht rein, er geht selber rein. Oh mein Gott. War das jetzt hinter Neuer vorbei? Auf jeden Fall war das ein ziemlich fieser Ball. Und Boateng jetzt mit dem Befreiungsschlag. Oh, nicht gut abgewehrt. Aber es war dann doch noch ein Foul drin. Und somit Freistoß für die Münchner, die ja 5 Punkte hinter Dortmund liegen und ja, damit wieder aufholen könnten. Je nachdem, wie Dortmund sich auch schlägt, wie gesagt, die Dortmunder müssen ran gegen Hannover, aber das Ganze zu Hause. Jetzt Ribéry hier mit der Flanke. Findet nicht richtig statt. Die Flanke kam nicht gut. Alaba nochmal von hinten. Die letzten Chancen jetzt kurz vor Ende des Spiels. Der Schussversuch abgeblockt. Und Robben jetzt mit der Ecke. Vorne steht Alaba. Nee, Boateng war es. Entschuldigung. Und da haben wir Klaas-Jan Hüttler. Der hat hier heute ein Tor gemacht. Und Gomez auch. Schön gemacht von Robben, jetzt vorbei, vorne Gomez, Gomez aber dann doch leicht gedeckt, da hätte Robben noch einen Ticken warten müssen, 2:1 hier, oh vorbei, jetzt aber die Chance, Schalke, Manuel Neuer, mit dem Schlusspfiff die letzte Chance hier für Schalke noch den Ausgleich zu machen, meine Güte, war das spannend, das Spiel, also das Spiel hat mir persönlich sehr gut gefallen, ich fand es saumäßig spannend. In echt wird das aber eine ganz haarige Nummer. Also theoretisch von der aktuellen Leistung gehe ich davon aus, dass Schalke gewinnen wird. Auf Bayern muss ich ganz klar sagen. Aber Bayern ist
unberechenbar, meiner Meinung nach, zurzeit. Nach dem Spiel gegen Basel denken jetzt alle, die sind angeschlagen, aber sie sind unberechenbar. Aber ich tippe andersrum. Ich tippe, das Spiel geht 2-1 zu Schalke aus. Ganz im Ernst, ja, das ist mein Ernst. Sagt mir eure Meinung dazu mal gerne im Kommentarbereich. Ich bin gespannt. Danke fürs Zuschauen. Den Daumen nach oben ganz gerne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Basti.